Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, haben wir ein bisschen Probleme mit so einigen Monstern gehabt, möchte ich mal meinen. Und ja, ich möchte immer noch sagen, dass das zwar ein bisschen auch mein Problem ist, mit dem Kampfsystem umzugehen, aber naja, ich bin immer noch der Meinung, dass das auch so ein bisschen mit was anderem zu tun hat. Aber um dieses Problem wollen wir uns kümmern, denn ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz nach Goliath zurück, um uns ein bisschen zu verstärken. Achso, das sind die anderen Typen, die wir noch befragen müssen. Zwei haben wir ja schon befragt in der letzten Folge. Und jetzt machen wir uns mal zurück und geben erstmal so einige von unseren Aufträgen ab. Ich glaube, huch, hier steht eine Wache. Seit wann das? Ich glaube, Ragnar selbst können wir noch nichts sagen, weil wir ja dem Typen noch kein Essen gebracht haben. Was meine Unterstützung angeht. Nee, genau. Wir müssen ja dem Irdor erst ein bisschen Essen bringen. Na gut, alles kein Problem, können wir erledigen. Gut, dann sagen wir erstmal Duras Bescheid, dass wir zwei Leute befragt haben. Und dass die offensichtlich nicht die Mörder sein können, weil aus Gründen einfach. Ein Wort zum Mord an Askor. Ja, und zwar. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Nun gut, die Sache ist... Ich könnte jetzt ein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß, ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Okay, von mir aus. Ich find's toll, dass die Frage ist, ob er mit dem Jetpack umgehen kann und nicht, ist das nicht eigentlich verboten? Mitkommen. Ja. So, aber das Schöne ist, wir haben jetzt einen Kampfgefährten und das macht vieles jetzt ein bisschen einfacher. Einfach schon, also gerade die Anfangsgegner können die Leute halt recht gut erledigen. Das heißt, ich kann mich ein bisschen im Hintergrund halten und die ganzen Geschichten, ja, und dadurch wird die ganze Geschichte nicht mehr ganz so schlimm. Es entschuldigt zwar meiner Meinung nach trotzdem nicht, wie es teilweise aussieht, aber naja. So, dir wollten wir ja ganz kurz noch Bescheid sagen hier. Wo ist er denn? Da steht er. Dass wir den Typen nicht gefunden haben, ne? Wegen Kral. Ja? Ich habe ihn gefunden. Und zwar, die Sache ist, wir wollten ihn nicht verraten. Er ist tot. Verdammt. Hatte er wenigstens das Elex bei sich? Nein. Tja, damit geht sie dahin. Unsere einzige Spur. Trotzdem, danke. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Okay, Und was soll das sein? Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammerclan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Mhm. Ich meine, auch wenn er... Ja, gut, man kann verstehen, dass er ihn vielleicht verbannen will. Aber ich meine, sollte sich nicht rumsprechen, welche Warlords wen hier oft verbannen? Oder verbannen alle Warlords? Ich weiß nicht, Khaldrim ist wahrscheinlich
Nee, er gehört ja zu den Nebelkrähen, er ist ja nicht mal ein Warlord. Aber sollte sich nicht trotzdem rumsprechen, welche Leute hier wie oft andere Leute verbannen? Also ich meine, dass zum Beispiel Angrim sehr gerne Leute für die kleinsten Vergehen verbannt, ist ja... sollte ja wahrscheinlich klar sein, aber Kaltrim wirkt jetzt irgendwie nicht so wie der Typ, der jeden Tag einen neuen Typen verbannt, muss ich mal ehrlich sagen. Naja, gut, okay. Okay, und was mache ich mit Oryk? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Und wie soll ich das machen? Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Okay, schauen wir mal. Dann gucken wir mal. Also das mit Kral ist ja offensichtlich ganz gut ausgegangen. Kaltrim hat auch nicht weiter nachgefragt. Das ist eigentlich recht gut. Ich meine, er weiß ja, wo er im Notfall nachgucken kann. Wir haben ihm ja Bescheid gesagt, aber na gut. Dann wollen wir auf jeden Fall jetzt noch bei... Bei wem ich auf jeden Fall noch vorbei will, ist jetzt bei, wie hieß er denn noch? Also erstmal können wir, wo sind denn die Setzlingsfelder nochmal? Können wir vielleicht erstmal da vorbeischauen, bevor wir weiter nach unten machen. Hoppala, da knarzt ja was. Ach komm, rüber hier. Waren die Setzlings, waren die denn oder sind die noch ein Stockwerk weiter oben? Waren die nicht hier? Oh, Setzerbrot. Das können wir ja eventuell gebrauchen. Okay, dann schauen wir mal. Ich glaube, hier musste ich runter für die Setzlingsfelder, oder? Ja, hier sind die Setzlingsfelder. Ab nach unten. Sollte Doras jetzt nicht, wenn jemand sieht, dass er ein Jetpack benutzt, eigentlich direkt bei den Berserkern rausfliegen oder so? Naja. So, Oryk. Wer ist jetzt hier Oryk? Das ist eine sehr gute Frage. Ach ja, was ist ein Oberaufseher genau? War das der Typ da? Der hatte einen Namen auf jeden Fall, ja. Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Borm bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht so aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Witzig, echt witzig. Ja, wir werden uns... Warum sollten wir uns verraten? So blöd... Also ganz ehrlich, so blöd kann man ja gar nicht sein, ne? Was hältst du von Borm? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Okay, und was sind das so für Experimente? Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Ist schon richtig, aber was genau machst du denn jetzt so, würde mich interessieren. Ich versuche mal Kaltrim erstmal nicht zu erwähnen. Mal sehen, wie weit das klappt. Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Okay, was machst du so, wenn du in der... Also, ja, du arbeitest in der Freizeit. Das klingt nicht so, als ob man das so gerne machen würde, ne? Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Naja, eigentlich will ich alles wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein. Ja. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Also gut, ich erzähl dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Ja, nun, komm zur Sache, genau. Komm zur Sache. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Das eigentlich, ganz ehrlich, das würde mich mal wirklich interessieren. Hast du auch etwas davon für mich?
Bist du wahnsinnig? Ein Setzling, der reif genug ist, um in die Welt getragen zu werden, kommt frühestens alle halbe Jahre mal vor. Der Rest schafft es nicht. Ich hatte Glück, einen zu finden, ohne dass jemand dabei war. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst? Glaub mir, wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Wie kann der denn immer Setzlinge verschwinden lassen? Vor allem, das erinnert mich an die Aussage, dass während des, oder dass vor dem Mord ja angeblich auch ein Setzling irgendwie verschwunden sein soll, oder? War da nicht was? Verdammter Technikkram. Aber der ist komischerweise keiner von denen, die wir befragen sollen. Der kommt als, der kommt gar nicht in Frage als, als Verdächtiger. Obwohl der jetzt genau in, zumindest das, was wir bisher rausgefunden haben, passt der genau ins Schema, ne? Ich glaube, der hat nämlich auch ein Schwert. Ich meine, der ist zwar auch nicht sonderlich stark, aber wenn er sich mit Setzlingen verstärkt hat vielleicht, ne? Oder du hast auch ein Schwert. Ja, der hat ein Schwert. Er würde genau in unser momentanes Schema passen. Naja, ignorieren wir den mal. Gut, jetzt können wir natürlich wieder zu Kaldrim gehen und ihm von dem Experiment erzählen oder nicht. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal so ein bisschen so generell machen. Wir werden... Es gibt viele kleine Entscheidungen und es wäre natürlich immer blöd, es wäre natürlich immer ein bisschen blöd, da jedes Mal das Video für zu stoppen. Ich denke, wir machen das jetzt generell so. Also, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das seht. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das angehen. Entweder ich mache das so nach dem, oder ich entscheide das selbst, je nachdem, wie wir unseren Charakter definiert haben. Das ist die Möglichkeit 1. Oder wir machen das so, wie in der letzten Folge schon angefangen. Immer wenn so eine kleine Entscheidung aussteht, sage ich erstmal, ihr dürft euch dafür entscheiden. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, wir können uns jetzt dafür entscheiden, Kaldrim davon zu erzählen oder ihn wieder einmal anzulügen. Das sind wieder unsere beiden Möglichkeiten. Im Prinzip, wenn wir Kaldrim nicht anlügen, würden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Belohnung dafür bekommen. Auf der anderen Seite würde mich fast schon interessieren, was aus dem Typen wird, wenn er noch so ein Setzling futtert. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie sehr wir bei den Berserkern vielleicht mitmachen wollen und vielleicht später selbst von deren Macht und deren Setzlingen profitieren wollen. Aber ich würde es jetzt erstmal so machen, wir werden so eine kleine Entscheidung einfach über die Zeit immer sammeln und ich werde die dann einfach mit im Laufe des Let's Plays dann immer selbst abarbeiten. Das heißt, wir werden das dann irgendwann in ein oder zwei Folgen, werden wir dann die Entscheidung auflösen. Also momentan, wie gesagt, ist es noch eure Entscheidung, aber wenn ihr sagt, nee, das ist uns zu viel, also so viele Entscheidungen brauchen wir dann auch nicht, kannst du ein bisschen runterfahren und nur auf wichtigere, oder wir kommen nur auf wichtigere zu sprechen, dann könnt ihr das auch schreiben. Aber wie gesagt, das wäre jetzt noch eine für euch. Kaldrim Bescheid sagen, ja oder nein. Gut, dann wollte ich noch kurz zu Sindar, denn... Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzer jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Okay. Eieiei. Will ich ihn bezahlen dafür? Ich meine, es bringt uns an sich nichts, außer dass wir nett sind, ne? Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der zwei gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... naja, für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein. Ich finde das schön, wie hier scheinbar beide Antworten irgendwie die Kälte hätten senken können. Ich meine, wenn ich sie bezahle, dafür ist das doch auch das Senken der Kälte, oder nicht? Oder hätte das doch auch die Kälte gesenkt? Und vor allem, habe ich nicht letztens erst wieder deine Nahrungslieferungen ermöglicht? Kann doch nicht sein, dass wieder nichts da ist. Meinst du die Sache mit dem Brot ernst? Ja. Denkst du, ich mache Witze? Mir ist es ehrlich gesagt total egal, wer was ist. Sollen sie von mir aus daran ersticken? Sie sind es gewohnt, dass ihr Alltag geregelt ist. Ich hingegen bin auf mich allein gestellt. Mitleid können sie von mir keines erwarten. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Du musst es ihm ja nicht geben.
Meine Güte, jetzt geht ihr mir langsam auf den Sack. Die hat noch nichts alleine hingekriegt. Wir haben erst für sie herausgefunden. Messer, die steht den ganzen Tag hier. Wir haben erstens für sie herausgefunden, warum sie keine Nahrungslieferungen mehr kriegt. Und haben dann für sie einen neuen Nahrungslieferanten gefunden. Wofür wir nebenbei gesprochen ja sogar das Gesetz der Berserker brechen mussten. Aber hier ist das natürlich alles viel zu anstrengend. Meine Güte. Oh. Okay, gucken wir mal, was meint sie denn hier? Da ein schimmliges Brot, naja. Das sieht schon richtig grün aus. Ich weiß ja nicht. Also wir haben jetzt, lustigerweise haben wir auch hier jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt natürlich mit dem schimmligen Brot zurückgehen und das den Setzern geben. Oder aber wir können das Setzerbrot sammeln, was er halt haben wollte. Er wollte ja 50 Setzerbrot haben. Wir haben momentan 23, das könnte halt noch ein bisschen dauern. Ich meine nicht, dass ich irgendwie Setzerbrot brauchen würde. Aber das ist die zweite Entscheidung für heute und deswegen meinte ich, ich würde diese kleinen Entscheidungen dann sammeln, es sei denn, ihr sagt, wir verzichten komplett darauf. Deswegen, also ich meine, wenn wir denen jetzt das schimmlige Brot geben, werden sie wahrscheinlich daran, das wird auf jeden Fall nicht sonderlich gesund für sie sein, wenn wir mal ehrlich sind. Es wird eher das Gegenteil sein und das wird auf jeden Fall nicht unsere Stellung bei den Berserkern wahrscheinlich verbessern. Wenn wir mal ehrlich sind, auf der anderen Seite, wir müssen halt nicht so viel arbeiten dafür. Wir müssen halt kein Setzerbrot finden, aber wie ich gerade gesagt habe, eigentlich das Setzerbrot brauchen wir nicht. Deswegen, wir können auch einfach sagen, wir sammeln das Setzerbrot und fertig ist. Ich meine, jetzt mit Duras haben wir ja auch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu erkunden. Ist aber trotzdem eine Entscheidung, die ihr treffen dürft, wenn ihr sagt, nee, das Setzerbrot, das wollen wir unbedingt behalten, das ist ja immerhin unser Zeug, dann ist das natürlich auch eine Entscheidung. So, und jetzt kommen wir zu Ornir. Da hattet ihr euch ja vor zwei Folgen für entschieden, wie wir mit ihm umgehen wollen, ob wir den Outlaw töten wollen oder die Beziehungen wieder, die Handelsbeziehungen wieder, zustande bringen und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir die Handelsbeziehung wieder zustande bringen. Ich habe den Outlaw gefunden. Ist er tot? Nein, ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Na gut, okay. Wegen des Outlaws. Ja. Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden. Aber ich dachte, du bringst nur das Zeug, was keinen Elex mehr enthält. Ach verdammt, ich habe kein Handwerk 3, oder? Ich habe erst Handwerk 2. Okay, passt auf. Ich glaube, wir machen es so, weil ich habe keinen Bock, 300 Splitter zu bezahlen. Wir werden mit dem nächsten Skillpunkt... Lass deine Technik lieber stecken, ja. Sonst passiert noch jemandem etwas. Wir werden mit dem nächsten Skillpunkt was in Handwerk stecken, wahrscheinlich. Nochmal hacken können wir noch nicht lernen. Ist hier irgendwas Sinnvolles dabei? Klauen, naja. Warum ist Klauen eigentlich Handwerk? Ist natürlich jetzt die Frage. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt 300 Splitter dafür auszugeben. Ich meine, das eilt ja jetzt nicht. Wir können mal gucken, vielleicht, aber wir kriegen nur 10 Punkte, deswegen, das würde noch ein bisschen dauern. Wir müssen mal gucken. Also, ich würde sagen, die lassen wir erstmal ein bisschen zurück, die Quest, und werden das dann machen, wenn wir Handwerk 3 haben, glaube ich, ist das Sinnvollste. Ich dachte, man bräuchte nur Handwerk 2. Okay, dann würde ich sagen, ich will nochmal ganz kurz hierhin zurück, weil, ganz ehrlich, jetzt, wo ich einen ollen Partner habe... Wird jetzt hier nochmal ein bisschen aufgeräumt. So. Ich habe jetzt Bock, die Viecher nochmal zu erledigen. Und ich will mal gucken, ob wir vielleicht den Bogen finden können. Von dem einen Typen. Hier werden Helden geboren. Meinst du? Na, von mir aus. Kann ich den einen Raptor da vielleicht ranziehen? Sind das die Questraptoren eigentlich? Sind halt echt viele, ne? Wenn die alle kommen. Ich glaube, kann das sein, dass das sogar... Was hat er denn da getötet? Ja, ich glaube, das sind die Questraptoren, von denen der Jäger überhaupt gesprochen hat. Aber ich meine, den können wir ja eventuell irgendwann noch mit Kampf überzeugen. Wobei ich will halt auch nicht zu viel nach hinten schieben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich will mir auf jeden Fall jetzt diesen einen blöden Typen da vorne holen. Weil, ganz ehrlich, die haben mir beim letzten Mal so zugesetzt...
Jetzt gibt's Rachefreunde. So, wo ist er denn, der olle Hornwolf? Also ich meine, es war nicht der Hornwolf, der mir so zugesetzt hat, aber... Der muss jetzt für Zeugen seinen... einer längst vergangenen naja, Zeit. Der muss jetzt für seinen Kollegen ein bisschen bluten. Da ist er. Schieß mit. Hat er gar nichts mit. Los. Hui. Jawohl, jetzt geht er auch in den Nahkampf. Sehr gut. Greif doch mal an, Duras. Danke. Ach Mist, die Agro noch nicht geholt. Ach komm, Duras, Alter. Ah, manchmal seid ihr aber auch, vor allem bei denen, die so rumspringen, sind die Mitkämpfer meist relativ nutzlos, muss man sagen. Weil sie die nie treffen. Mensch, jetzt zieh doch mal die Agro, Junge, du bist der Stärkere von uns beiden. Zack. Sehr gut, endlich. Meine Güte, geht doch. Das ist das Einzige, was ein bisschen stört. Sie brauchen manchmal. Aber wir haben ja jetzt den guten Esser. Das heißt, das Fleisch bringt auch deutlich mehr. Dadurch wird das alles jetzt langsam vielleicht ein bisschen besser. Ich meine, ich werde Fleisch nicht im Kampf benutzen. Das finde ich ja immer ein bisschen blöd. So, wollen wir uns den Raptor gleich auch noch holen, wenn wir schon mal hier sind? Ich denke, ja. Und dann gucken wir mal nach dem Bogen vielleicht. So. Das ist sogar ein recht schwacher Raptor. Das Vieh mache ich platt. Warum fliegen manchmal die Pfeile so rüber? Alter. Fairer Angriff. Du bist so ein genialer Typ, Duras, weißt du das? Aber Raptoren gehen eigentlich, weil man außerhalb ihres Angriffsradius sein kann. Und dann so seine Ausdauer wieder raufkriegt, wenn man nicht über sich rüberhaut. Weil man nach unten kämpft, wie das hier immer in Piranha Bytes Spielen ist, ne? So, aber wie gesagt, Raptoren bewegen sich recht langsam. Die kann man gut auf Distanz halten, um seine Ausdauer wieder rauszukriegen. Gut, dass wie du so geholfen um hast. Meine Kampfkraft? Ich bin bereit. Achso, sorry. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Ja, du könntest mal ein bisschen mehr kämpfen, muss ich sagen. Es geht mir mega auf den Sack, dass du so wenig kämpfst. So, ich denke, wir brauchen zweimal Fleisch. Ich meine, an sich geht's ja noch. Müssen wir mal gucken. Ich meine, wir können ja auch versuchen. Also, ein Raptor. Das Problem ist halt, dass Duras echt manchmal ein bisschen dumm ist. Muss man einfach mal fairerweise so sagen. Er ist einfach... Bemerkenswertes Land. Einfach manchmal mega dumm. Und greift nicht richtig an. Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Hier wollte ich eigentlich jetzt gar nicht... Aber wir können ja mal kurz gucken. Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor, hier lang zu gehen, aber... Setzerbrot, guck mal einer an. Falls wir uns doch dafür entscheiden, habe ich hier schon wieder eins gefunden. Irgendeine alte Aussichtsplattform, oder was ist das da? Ist das da ein Bandit? Oder ist das ein Mutant? Kann ich auf die Entfernung gerade nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Mutant, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir Mutanten schaffen können. Aber gucken wir mal. Komm. Lass mich nur machen. Ja, ja. Sehr schön. So, auf die Axt wechseln. Duras, komm, hol ihn dir. Jawohl. Komm, zu zweit können wir den doch wohl in seine Ausdauer runterhauen, oder? Sollte doch wohl nicht allzu schwer sein. Er hat mich gerade gekontert. Oh, er trifft ja Duras nicht mal. Sehr nice. Okay, der stellt sich aber auch gerade echt blöd an, muss man sagen. Der trifft ja nicht einmal. Ich find's halt blöd, wenn die ohne Ausdauer blocken. Das ist das Problem auch an diesem Kombo-Kampfsystem. Wenn die, die können halt einfach deinen stärksten Angriff blocken, ohne dass sie dafür Schaden kriegen. Sehr schön, das lief doch gut. Mit Duras geht das gleich viel besser. Das ist das Problem. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn sie meinen ersten Angriff blocken, der macht sowieso kaum Schaden. Aber wenn sie halt meinen fünften Schlag blocken, dann habe ich davon nicht viel. Also, dann blocken sie meinen meisten Schaden einfach weg und das finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd. Das Blocken zieht halt hier keine... Also, das Blocken ist halt hier für die Gegner zumindest perfekt. Wer bist du denn? Dich hole ich mir!
Ein Verband da. Sind wir im Tal der Verbannten angekommen, oder was? Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Na, guck mal, so ein Mensch, der recht schwach ist, bringt einfach 100 Erfahrungspunkte. Und der hat zwei Handgranaten. Das ist ein... Sind wir schon im Tal der Verbannten? Oh, ich... Achso, das jetzt gehört schon zum Tal der Verbannten, oder wie? Ich dachte, das ist hier weiter im... Also, die Verbannten sind natürlich die Typen, die das von den Berserkern... Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Die natürlich von den Berserkern verbannt worden sind, aber... Was ist denn das da? Ein Kartenstück. Aha. Die von den Berserkern... Kartenstück 1. Die von den Berserkern verbannt worden sind, aber... Ich dachte, das wäre weiter... Also, ich bin der Meinung gewesen, das war weiter im Osten. Aber das hier gehört dann scheinbar auch zum Tal der Verbannten. Oder der ist einfach aus dem Tal der Verbannten einfach weggegangen, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Kann man auch verstehen. Hier nehmen wir noch einen kleinen Heiltrank mit. Aber wie gesagt, ich finde halt, Menschen zu besiegen macht halt viel mehr Sinn. Die geben halt 100 Erfahrungspunkte, ne? Selbst wenn sie recht schwach sind. Und so ein Beißer, der uns beim letzten Mal, ich glaube, wir sind letztes Mal zweimal gegen einen Beißer gestorben, der brachte 10 Erfahrungspunkte, will ich nur mal sagen. Ich meine, klar, jetzt hatten wir auch Duras dabei. Dann ist die Frage, will ich jetzt hier überhaupt noch groß weiterlaufen? Weil ich glaube, fairerweise... Ja, ich glaube, das gucken wir uns später an. Das Tal der Verbannten ist insgesamt halt recht heftig vom... Also von den Gegnern her, da sind halt teilweise recht starke Gegner. Ich meine, solange man einem Verbannten begegnet, ist das ja alles noch schön und gut. Aber wenn man dann mehreren Verbannten, die sich zusammengetan haben, begegnet, dann wird das ein bisschen schwieriger. Ach, okay. Hier führt tatsächlich ein Weg bis ins Tal der Verbannten. Und warum bewacht den dann keiner? Dann können die Verbannten ja einfach gehen. Ist das nicht ein bisschen sinnlos? Wir gucken uns den vielleicht später mal noch an. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie viel wir generell so zur Welterkundung machen wollen. Es kommt natürlich auch drauf an, wie ihr dazu steht. Also ich meine, wollt ihr jetzt sehen, dass wir einfach so ein... Ich meine, das wird so oder so immer mal passieren. Aber fändet ihr es jetzt interessant, wenn wir auch immer mal wieder einen Abstecher einfach so machen, wo wir einfach nur die Welt erkunden? Oder wäre es euch lieber, wenn wir mehr oder minder einfach die Quests spielen und... uns auch so dann mehr für die Hauptgeschichte interessiert. Ich meine, die Hauptgeschichte ist jetzt nicht sonderlich groß, weil das ist ja typisch. Aber wir können halt, wie gesagt, uns auf Quests und Hauptquests konzentrieren. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. So, jetzt will ich mich mal ganz kurz interessieren, wo ist denn dein komischer Bogen? Haben wir hier noch irgendwas? Ach, das Kartenstück. Ja gut, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Wir haben ja so viel Zeug... Das ist was anderes. Das ist das. Das ist mit Stormson. Wo ist denn das mit dem Bogen jetzt hier? Nachschub für die Setzer. Da brauchen wir Setzerbrot. Ah ja, der hier. Der ist ganz in der Nähe. Da weiß ich gar nicht. Wir können... Also es wurde ja uns schon angesagt... Oh Gott, da vorne ist ein Unhold oder sowas. Oder ein Riese. Was, und da hast du deinen Bogen verloren bei dem Typen? Ich meine, wir können mal den bekämpfen, aber ich glaube nicht, dass das... Ich meine, der ist an sich nicht so... Also, die sind nicht so komplex, die Typen. Ja, gut. Wenn er mich nicht gerade mit dem Stein trifft, den er eigentlich voll daneben geworfen hat. Wir probieren es mal einmal noch, ansonsten versuche ich mich an ihm vorbeizubewegen. Okay. Ganz ehrlich... An den kannst du gar nicht rankommen, habe ich das Gefühl. Weil der kann seinen Stein nach vorne werfen und der fliegt trotzdem nach hinten. Aber wir kommen, glaube ich, nicht an ihm vorbei, ne? Jawohl, er greift nicht mit einem Stein an. Das ist gut. Er greift nicht... Ah doch, das ist ein Unhold tatsächlich. Mal gucken. Der kriegt ja zum Glück viel Schaden, ne? Es ist im Prinzip wie ein Troll. Ich finde das klasse, wie Duras einfach wieder aufsteht. Obwohl der eigentlich gerade liegen sollte. So. Sehr schön, daneben. Sehr gut läuft das eigentlich. Also hier lohnt es sich tatsächlich einfach nicht anzuvisieren, muss man fairerweise sagen. Weil man dann einfach viel schneller um ihn herumlaufen kann. Es ist wie so ein typischer Troll in Gothic, muss man ganz ehrlich sagen.
Okay, wir lassen das erstmal. Er tötet mich halt in einem Hit. Er ist nicht sonderlich schwer. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was mich da getroffen hat, muss ich fairerweise sagen. Aber ich hab's ja schon öfter gesagt, die Hitboxen in dem Spiel sind halt manchmal echt ein bisschen... Ganz ehrlich, also man muss es halt einfach fairerweise sagen. Ich weiß nicht, was mich da getroffen hat. Ich hatte auf dem ganzen Bildschirm war nichts, was mich hätte treffen können. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben ja den Jetpack, um da ein bisschen die ganze Sache auch umgehen zu können. Aber ich meine, ihr habt gesehen, wie das Prinzip funktioniert, ne? So, da unten soll irgendwo der Bogen sein. Hier sollten wir besser wachsam sein. Jetzt habe ich aus Versehen den Trank genommen. Verlorener. Wie viel sind denn da? 2. Okay, wartet mal. Ich lade nur mal ganz kurz, weil ich den Trank aus Versehen genommen habe. Warum hat er seinen Bogen bei 2 Verlorenen verloren? Versteht er. Ich meine, wir haben gerade einen Häscher besiegt. Ich weiß gerade nicht, ob Verlorene stärker oder schwächer sind. Das Problem ist auch weniger, dass es ein Verlorener ist. Das Problem ist, dass es 2 sind. Ich glaube, mit einem könnte ich mich noch anlegen, zusammen mit Duras halt. Aber mit 2... Hier sollten wir besser wachsam sein. Was ist denn hier eigentlich kaputt? Hat er uns gesehen? Ich glaube, einer von denen hat uns gesehen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann können wir nämlich vielleicht den einen im herausziehen quasi. Wenn der jetzt noch weiß, wo wir sind. Muss halt aufpassen, dass wir nicht dann in den Unhold rennen. Warum? Ich dachte, hatte der nicht gesagt, die Viecher, gegen die er seinen Bogen verloren hat, sind weg? Warum sind die jetzt hier noch? Oder sind das neue? Da oben ist eine Elex-Quelle. Kannst du mal hier rüberkommen? Das wäre, glaube ich, perfekt. Hier könnten wir gegen dich kämpfen. Fragt sich, ob er bis hier kommt oder ob er vorher aufgibt. Oh, da kommt er. Ganz ruhig. Jawohl, genau so. Oh, es kommen beide. Warum kommen beide? Warum? Duras ist einfach so scheiße im Kämpfen. Toll, jetzt habe ich es mit beiden zu tun. Oh. Einer hätte doch erstmal gereicht. Habe ich irgendeinen Albzauber eigentlich, den ich da benutzen könnte? Ich glaube nicht, ne? Okay, das wird ein Hit'n'Run. Hui! Vielleicht sollte ich den starken Angriff machen. Wird nicht viel mehr Schaden machen, aber... Au. Okay, die machen gar nicht so viel Schaden. Das Problem ist aber trotzdem, dass wir die nicht schnell genug tot kriegen. Ach. Warum hat er denn seinen Bogen? Wartet mal, ich guck mal ganz kurz. Haben wir irgendwelche starken Albzauber vielleicht? Wir haben Drohnenkontrolle. Wisst ihr was? Ich glaube, die lege ich mal ganz kurz hier mit drauf. Die können wir im Notfall auch benutzen, so eine Drohne. So eine Drohne wäre im Notfall auch ganz gut. Ich meine, vielleicht hätte ich die 2 besiegen können. Es hätte mir jetzt aber ewig zu lang gedauert. Ist blöd, dass ich nicht einen jetzt rausziehen kann. Das wäre viel einfacher. Und warum da ein Teil des Baumes fehlt, ist mir auch ein Rätsel. So, einer hat mich entdeckt auf jeden Fall. So, und dann holen wir uns gleich eine Drohne hinzu. Gucken wir mal, wo er kommt. Sobald er ankommt, holen wir uns noch eine Drohne. Die sind zwar nicht sonderlich stark. Hat er aufgegeben. So, ich habe jetzt mal ein bisschen geschnitten. Und jetzt habe ich es nämlich hingekriegt, einen rauszuziehen. Jetzt hätte ich die Drohne ja eigentlich nicht mehr gebraucht, wenn ich es geschafft habe, einen raus... Sag mal, Drohne. Da, guck mal, Gegner. Alter, willst du mich verarschen? Danke, endlich Angriff. Wow, heust doch nicht durch meine Angriffe, das gefällt mir gar nicht. So, könntet ihr mal ein bisschen Aggro nehmen? Das wäre echt nett. Ein bisschen Aggro nehmen wäre jetzt echt nice. Ja, so gefällt mir das. Die Drohne schießt kaum, kann das sein?
Daneben, daneben. Diese Drohne ist ja der Hammer, ey. Naja, Hit-and-Run-Taktik, weil meine Kameraden es einfach nicht hinkriegen, die Aggro von mir zu nehmen. Aua. Heilige Scheiße, das tat weh. Ist meine Drohne schon tot? Willst du mich verarschen? Nein, da ist sie noch. Die macht bloß einfach nichts. Na also, tot ist er. Gut. Und ich glaube, wir nutzen jetzt gleich... Wir nutzen jetzt gleich die Drohne für den zweiten Typen auch noch. Erkunden können wir hier später auch noch. Den zweiten Typen können wir uns dann jetzt auch noch ganz flott holen. Und dann kriegen wir auch den blöden Bogen. Hey, Kollege. Oh, der kann blocken. Kontern sogar. Drohne, Angriff. Sehr gut. Die Drohne macht halt gut Blitzschaden. Das ist super, weil... Jetzt ist sie tot. Das ist nicht so gut. Der macht halt Schaden über Zeit. Das ist halt ein Damage over Time in Dot. Und das ist in dem Spiel echt gut, weil das halt, glaube ich, nur davon abhängt, wie viel... Also der berechnete Schaden davon hängt nur davon ab, wie viel Lebensenergie der Gegner hat und nicht wie viel Schaden man selbst macht. So, jetzt kriegen wir den uns noch. Holen wir uns den uns noch. Kannst du dich jetzt mal auf Duras konzentrieren? Was hast du nur mit mir? Warum bin ich denn so dein Kollege hier? Alter, und warum kannst du durch alles durchpoisen? Ich muss weiter den starken Angriff nehmen. Ich glaube, durch den kann er nicht so durchpoisen. Sehr gut, Duras. So muss das aussehen. Hau ihn von hinten. Du bist der Damage-Dealer. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Tank, aber ich kann ihn gut kiten, wie es aussieht. Meine Güte, ey. Sehr schön. Komm, er hat keine Ausdauer mehr. Jetzt hau zu. Er hat doch keine Ausdauer mehr. Wieso kann er noch zuschlagen? Ich glaube, das wurde gepatcht, oder? Damit die nicht mehr ganz so nutzlos sind, wurde gepatcht, dass die gegnerischen... Dass die Gegner einfach keine Ausdauer mehr brauchen. Die menschlichen Gegner. Um im Notfall noch zuzuschlagen. Was natürlich äußerst fair ist. Für ein Ausdauersystem ein, das nur auf den Spieler... das nur der Spieler abkriegt. Vollkommen fair. Hauptsache, Duras stückt mir noch nicht weg. Das wäre echt nice. Daneben. Alter! Das hat doch... Wie hat mich das denn getroffen? Ah, toll. Alter, da konzentriert er sich einmal ganz kurz auf dich, Duras. Warum stehst du eigentlich wieder auf? Du hältst mir den Rücken frei. Wie, ich halt dir den Rücken frei? Ich kämpfe die ganze Zeit gegen das Vieh. Du wirst einmal getroffen und bist unten. Meine Güte, ey. So, also diese Bogenquest, ganz ehrlich. Diese Bogenquest, sein Bogen, na also, haben wir ihn. Wieso die hinter solchen Viechern liegt, frage ich mich ja. Kleiner Elixitbeutel. Das frage ich mich ja. Gut. Tatsächlich ist es aber so, ich hätte jetzt tatsächlich die Entscheidung wahrscheinlich selbst einfach durchgeführt. Da wir jetzt aber tatsächlich schon wieder am Ende der Folge sind, weil das jetzt doch länger gedauert hat als gedacht. Ich wusste nicht mehr, dass hier zwei von den Typen rumhocken. Ich hatte einen noch in Erinnerung, aber ich dachte, es ist so eine schwächere Variante und nicht, dass das zwei von denen sind vor allem. Ja, haben wir sogar noch eine dritte Entscheidung für heute. Ja, also wie gesagt, wenn euch das zu viel wird, diese ganzen Entscheidungen, dann schreibt's ruhig. Und zwar, wem wir den Bogen geben wollen. Ich meine, wir können ihn Lennart geben. Und dann kriegen wir wahrscheinlich Erfahrung, sage ich schon, Belohnung dafür, ein bisschen Elixit. Oder wir können ihn seinen Lehrmeister geben, einfach aus dem Grund, weil er gesagt hat, er will nicht, dass wir es ihm verraten, dass er seinen Bogen nicht selbst finden konnte. Ich weiß nicht genau, was da für uns bei rauskommt, wenn wir ihm... Also, ich weiß es, aber sagen wir mal so, unser Charakter weiß natürlich nicht, was dabei für ihn rauskommen kann, wenn wir ihm den Lehrer geben. Die Option besteht aber, und der Lehrer könnte damit, mehr Respekt vor uns haben vielleicht.
Was natürlich auch eine wichtige Sache wäre. Und das ist dann im Prinzip die letzte Entscheidung für heute. Also wollen wir dem Bogen Lennart geben oder dem guten alten... Hier müssen früher viele Zivilisten Geron gelebt haben. Ja, müssen offensichtlich, mein Freund. Ich lege mich nochmal schlafen bis zum nächsten Morgen. Ich brauche auf jeden Fall dann irgendwann nochmal kleine Heiltränke. Wobei das jetzt mit Duras sollte das nicht ganz so schlimm werden. Und wenn ich mich nicht dauernd... Ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Ah ja, und wenn ich mich dann, wenn ich mich dann nicht dauernd in irgendwelche hochleveligen Gegner stürze, geht das schon klar. Gut, also, das sind die drei Entscheidungen. Einmal, was wir mit den Setzern machen, ob wir das Setzerbrot sammeln oder uns um, oder ihm das schimmlige Brot geben. Einmal die Geschichte mit dem Bogen. Und die letzte natürlich, was wir mit dem Setzer machen, der scheinbar irgendwelche Setzlinge futtert, ob wir den verraten oder nicht. Das sind die drei Entscheidungen. Wie gesagt, schreibt auch ruhig, ob euch das zu viel wird oder ob ihr das toll findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Bis dahin, ciao.